Hallo zusammen! Ich habe gedacht, ich mache heute ein kleines Haul-Video für euch. Das mache ich ja nicht super oft, aber trotzdem, es muss sein. Ich hatte ja Geburtstag und ich habe von der lieben Tina und von der lieben Maya so richtig schön einen Gutschein gekriegt. Und da konnte ich nicht widerstehen, mir gleich ein paar Sachen zu kaufen. Und ich zeige euch, was jetzt in meiner neuen Sammlung ist. Nee, das nicht. Ich habe euch außerdem noch mitgebracht, was ich gestern auf hatte, weil ein paar gefragt haben, was ich drauf hatte. Zeige ich euch hinterher. Guck mal. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, obwohl ich eigentlich genug Lidschattenpaletten habe, aber irgendwie war die so schön. Ich habe die auch schon ausprobiert. Guck mal. So sieht die aus. Ich kann ja mal versuchen, euch die Farben zu swatchen. Ich habe hier einen Streifen von der Base hingetan. Das heißt, da sieht man die Farben ganz vernünftig. Und da, wo ohne Base ist, ist halt da, wo ohne Base ist. Ich finde, die Pigmentierung ist jetzt nicht super stark, aber sie ist eigentlich in Ordnung. Also mit der Base ist es schön. Die Base gefällt mir unheimlich gut. Also die finde ich viel besser wie die P2 Base, die ich sonst noch habe. Und mir gefällt, dass das hier so ein Sponge hat. Wir sprechen hier übrigens gerade über Sachen. Daran seht ihr, dass ich voll so kein Beauty-Channel bin, sondern Abnehm-Channel. Das ist aus der Essence You Rock Limited Edition. Das haben wir uns gerade angeguckt. Ich wollte euch im Vergleich dazu, guck mal, die Urban Decay Palette ist genauso groß und komplett genauso. Und auch im Inneren ist hier ein Stift drin. Da war außerdem noch so ein komisches Pinselteil da drin. Den habe ich aber jetzt gerade nicht hier, weil den fand ich auch nicht so gut. Also der Stift ist auch sehr weich. Ganz angenehm. Oh. Und das ist eben genauso wie jetzt zum Beispiel hier, das ist die Cream Palette. Da ist auch ein Stift drin. Die brauche ich auch gleich, weil da habe ich mich gestern was mit gemacht. Das hatte ich drauf. Das wolltet ihr wissen, deshalb werde ich das euch zeigen. Etwas anderes, das habe ich aber nicht gestern gekauft, sondern das habe ich vom Hersteller gekriegt. Und zwar wollte ich das euch in dem Zusammenhang zeigen, weil ich mache ja so selten Haul-Videos. Und ja, das hier ist L'Oreal Color Infallible, ein Lidschatten. Der kostet so zwischen 8 und 10 Euro, je nach Geschäft. Und guckt euch mal da die Farbe an. Das ist echt wie Autolack. Das ist hammerkrass. Ich weiß nicht, das passt jetzt hier wieder nirgendwo hin. Ich swatche das. Hier ist jetzt keine Base, ne? Hier. Das ist wie Autolack. Also er ist echt ganz toll. Er lässt sich einigermaßen vernünftig verblenden. Es ist aber schwerer wie mit einem Lidschatten, der nicht wie Autolack ist. Also für mich schon eine gewisse Herausforderung. Jo. Guck mal, was noch in der Tüte ist. Ihr seht, die ist nicht gerade klein. Ja, das wollte ich haben. Cleansing Wipes von Essence My Skin. Ich werde da jetzt gleich mal eins rausholen. Ich habe hier von die intensive Gesichtscreme. Und die finde ich ganz gut, aber die brennt ein bisschen. Bisschen, ne? Nur ich mag den Geruch. Ich bin so ein Freund von fruchtigem Geruch. Und das riecht ja auch ganz toll fruchtig. Das riecht richtig gut. Ich meine, die sind ja nicht zum Riechen da, aber ich werde das jetzt mal gleich nutzen, um hier zu gucken, wie gut kriegt es denn meine Swatches weg. Yes. Also die sind schon mal weg. Ein ganz, ganz bisschen sieht man noch die Swatches von einem anderen Produkt, was ich euch gleich zeige, was ich habe. Zweimal, weil ich es so geil fand. Und zwar stehe ich total auf Lip Tints. Und ihr wisst, dass in der Essence You Rock LE gibt es zweimal Lip Stain. Und was ich daran super geil finde, ich habe beide Farben genommen. Das ist einmal Let Me In Rose und einmal Your Pink Is On Fire. Und guck mal, das ist wie ein Filzstift. Und so fühlt sich das auch an auf den Lippen. Und das färbt tatsächlich die Lippen ein. Also das ist nicht so, du hast nicht das Gefühl, du hast da was drauf. Sondern es, ja,
Es ist einfach so, also es trocknet und dann merkst du gar nicht, dass da was ist. Ich mag sowas. Manche mögen das nicht. Ich mag das. Und ich finde das ganz toll, weil das war 1,95 pro Stück, glaube ich. Also jetzt nicht super teuer. Ich hoffe, die bleiben eine Zeit lang nass. Wo ich überhaupt nicht widerstehen konnte, ist hier der Essence Rock Nagellack in der Farbe Love, Peace and Purple. Ich glaube, der hat 1,45 gekostet. Ich habe den drauf. Das heißt, wie er auf dem Nagel aussieht, ist zu sehen. Dass ich nicht der Nagellack-Lackierkünstler bin, ist auch zu sehen. Ich finde, die Farbe ist unheimlich schön und die soll auch ein Dupe von irgendwas sein. Aber was habe ich vergessen? Wenn ich es finde, setze ich es in die Infobox. Wenn ich es nicht finde und einer von euch weiß es, schreibt es in die Kommentare. Das wäre echt toll. Und ich habe das aber nicht gekauft, weil es ein Dupe von irgendwas ist, sondern weil die Farbe unheimlich schön ist. Also die schimmert pink und dann ist es so ein bisschen gräulich. Es ist irgendwie schön. I like it. Die anderen Nagellackfarben sind auch sehr schön, aber waren nicht mein Style. Ja, aus der Woom Boom LE habe ich mir Nailsticker noch geholt. Die waren reduziert auf 49 Cent. Und ich mag Nailsticker sehr gerne. Dazu habe ich extra noch von Last Forever die 010 Make Me Gorgeous, also ein Klarlack, gekauft. Damit es auch möglichst lange hält. Außerdem, weil ich keinen Klarlack mehr hatte. Dieser hier, der ist so schön. Das ist ein Be Playful Lipstick. Von P2 aus der Sun City LE. Ich zeige euch erstmal so die Farbe. Und ich weiß gar nicht, ob die Kamera das jetzt richtig zeigen wird. Aber die Farbe ist für mich der absolute Hammer gewesen. Weil guck mal, wie stark die glänzt. Das ist kein Gloss oder so. Und die sieht einfach unheimlich toll aus, finde ich. Ich konnte nicht widerstehen. Und 2,39 oder so kostet die bei DM. Ich fand es auch nicht super teuer. Und die haben zum ersten Mal dran gedacht, dass Lippen eine gewisse Form haben, weil das ist ein bisschen anders geformt, hier geht so rein und dadurch ist es ganz gut aufzutragen. Also, jo. Jetzt kommt gleich zu den ganz spannenden Sachen, weil ich habe mir auch was super Exotisches gekauft, was ich mir nie gekauft hätte, wenn ich nicht so einen Gutschein gehabt hätte, weil ich dann immer denke, nein, das ist mir aber zu teuer. Ich bin nämlich so eine Drogerietante, ich kaufe Sachen gerne günstig. Nicht vorbeigehen konnte ich daran. Fruchtig frisches Duschsorbet, was auch immer mit Sorbet jetzt gemeint ist. Aber Mango mag ich sowieso gerne und Vanille auch. Ich mache mir ja morgens manchmal auch Salat mit Mango und mit Vanillearoma. Und es riecht schon so gut. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, das Deo mitzubringen. Das habe ich schon im Badezimmer. Das ist so ein, da steht auch Limited Edition drauf. Das ist Orange, Icy Orange oder so. Und ich finde, das hat sich so gut angehört. Ich mache die Sachen bei DM nie auf, um die zu testen oder so, weil ich finde, das ist unverschämt, wenn da keine Tester sind. Aber das stinkt. Also das kann ich nicht empfehlen. Das riecht irgendwie wie ein Toilettendeo, finde ich. Kann man also machen, was man will. Jetzt werde ich erstmal hier wieder entswatchen. Und wie ihr seht, der Lipstain ist schon ein bisschen garstig. Erstmal rubbel und immer noch zu sehen. Also, das ist schon krass und das hier ist auch für wasserfestes Make-up zur Entfernung geeignet. Und da sieht man, das Zeug kann was. Ich denke, es wird auch noch was auf meinen Lippen drauf sein, weil ich habe das in einem helleren Farbton drauf und habe schon gefrühstückt und gelabert. Und wie man sieht, auch nach intensivem Rubbeln ist es noch da. Ich denke, da müsste man mit einem fettigen Zeug dran. Nur, das ist ja gut. Jetzt kommt das ganz Tolle. Ich habe etwas ganz Verrücktes gekauft. Guck mal. Das ist von Studio Secrets von L'Oreal. Das ist eine hautbildverfeinernde und glättende Basis. Das klingt erstmal nicht spannend. Und, oh, die ist aber schön. Da hat noch keiner reingefingert. Guck mal. Oh, die ist noch ganz jungfräulich. Ich habe die nämlich auch noch nicht ausprobiert zu Hause, weil die habe ich ja bei DM ausprobiert. Und das hat sich erstmal angehört, als braucht man das nicht. Guck mal, das ist so schwabbelig. Und ich habe jetzt hier nur mal so ein kleines bisschen. Oh, der ist aber garstig hier, guck mal. Das lassen wir mal alles schöner drin, weil wir wollen ja sparsam damit umgehen. So, machen wir mal wieder zu. Und ich habe das, ich meine, man wird jetzt nichts sehen. Ich trage das nur mal auf.
damit ihr seht, dass man nichts sieht. Ah, egal. Ihr kommt schon klar. Nur das macht die Haut sowas von weich. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich vermute mal, da sind Silikone drin. Obwohl, hier könnte ich das mal versuchen abzuziehen, mal reinzugucken. Es ist mir aber auch egal, was da drin ist. Weil das will ich nur bei besonderen Anlässen unter das Make-up machen. Weil so schlecht finde ich meine Haut jetzt auch nicht. Weil jetzt zum Beispiel trage ich nichts auf der Haut, außer ein bisschen Highlighter hier und da. Und ein bisschen Bronzing Powder auch. Das heißt nichts, was wirklich jetzt den Teint verdeckt. Und ich finde, es ist in Ordnung. Also da muss man jetzt kein Drama draus machen. Trotzdem möchte ich bei besonderen Anlässen, wie eben heute, wenn ich ins Theater gehe, dass das Make-up besonders schön aussieht. Und das ist so, das ist voll schön. Das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr beim DM seid. Aber das gefällt mir wirklich. Ich weiß nicht, was es jetzt kann, wenn ich gleich, ich habe auch Make-up mir ausgesucht. Allerdings ein anderes, wie ich gedacht habe, weil ich war ja gestern zuerst mal mit Tina auch bei DM. Da haben wir ein Make-up auch von dieser Studio Experts von L'Oreal angeguckt, das sich der Hautfarbe anpasst. Und zwar kommt das komplett weiß da aus der Packung raus und hat so kleine schwarze Punkte. Also sieht so ein bisschen aus wie Bonbon-Vanillecreme oder so. Und dann verfärbt sich das und passt exakt sich dem Hautton an. Ich wollte dann darüber nochmal nachdenken und bin später hingegangen und habe tatsächlich auch ein anderes gekauft. Und zwar, weil da nicht drauf stand, dass es wirklich richtig lange hält. Und weil ich mir auch die Probe auf dem Arm geschmiert hatte. Und dann war ich nur zu Hause gewesen, war mit dem Hund weg. Und dann war die Probe ab und die hatte ich hier auf den ganz hellen Teil von meinem Arm geschmiert. Da nun jetzt nicht wirklich vielem ausgesetzt ist, weil ich einen kompletten langen Pullover an hatte. Und wenn ich Make-up drauf mache, dann möchte ich, dass das hält und ziemlich gut hält. Ich habe trockene Haut, da hat das gute Chancen dazu. Ich möchte zum Zumba gehen und danach möchte ich immer noch vernünftig aussehen. Ich verlange nicht, dass hier auch hier oben an den richtigen Schwitzzonen alles noch perfekt ist, aber es soll noch dran sein. Und Indefectible Make-up mag ich sehr gerne. Bis auf, es gibt das auch, ich habe das zum Testen gekriegt, mit so einer Tapetenrolle. Das ist so dann kompakt. Da musst du mit so einer Tapetenrolle drauf. Das geht nicht. Also ich habe nicht so ein glattes Gesicht, dass man mit so einer Rolle da was aufstreichen kann, weil ich habe eine Nase und so Augen und so. Das ist ziemlich scheiße. Das ist also eher Make-up für eine Wand, denke ich mal. Obwohl ich das Zeug selbst gut finde. Ich habe mir das jetzt in flüssig geholt und in ein bisschen dunkler, wie mein Maybelline 24/7 Make-up, was ansonsten mein Favorite ist. Das habe ich in der Farbe Nude. Und dadurch, dass jetzt aber so viel Sonne draußen war und ich gehe ja jeden Tag mit dem Hund raus, bin ich wieder so ein bisschen dunkler geworden. Für euch sehe ich immer noch aus wie eine Kalkleiste, ich weiß. Aber ich bin dunkler geworden. Und deshalb habe ich mir das hier geholt. Beige Rosé oder Rose Beige. Beige Rose. Und das mag ich halt auch wirklich ganz gerne. Das hatte ich schon mal von dieser Sorte. Und ich will es mir jetzt nicht aufs Gesicht machen, weil ich möchte mich heute Abend, wenn ich ins Theater gehe, neu schminken. Man sieht, das ist schon so ein bisschen dunkler. Ich mische das sowieso ja wieder mit Feuchtigkeitslotion, damit es lange schön bleibt. Und ich mag das. Und ich mag vor allen Dingen, dass das so zart sich anfühlt. Obwohl mir in dem Zusammenhang was einfällt. Warum stehen auf manchen Make-up sogar 24 Stunden drauf? So lange hat es kein Mensch drauf. Nur dadurch bin ich auf eine ganz andere Frage gestoßen. Diese Deos haben neuerdings immer draufstehen, 48 Stunden Wirkung. 48 Stunden Wirkung. Heißt das, es ist nicht mehr im Trend, sich zu duschen oder zu waschen? Weil das verstehe ich nicht. Ich meine, 24 Stunden, okay, dann kannst du, wenn du morgens aufstehst, machst du drauf, bist du den ganzen Tag auf der Arbeit, gehst danach noch zum Sport und kannst sogar noch weggehen, ohne dass du danach vielleicht so extra schlimm stinkst. Zumindest kannst du im Zug nach Hause fahren, ohne dass die wegen Gasbeflutung schließen müssen. Aber was soll das mit den 48 Stunden? Das verstehe ich nicht. Habt ihr da eine Idee? Jetzt wisst ihr Bescheid. Das DM in meiner Nähe ist eindeutig leerer geworden. Und ich habe eine Frage an euch. Was ist euer aktuelles Lieblingsprodukt oder eure absolute Lieblings-Limited Edition, die jetzt rauskommt? Und ich habe noch eine andere Frage an Leute aus dem Raum Dortmund. Wo kauft ihr Catrice Sachen? Weil ich möchte so gerne dieses Catrice Tank Foundation haben. Und denkst du, das kriege ich hier wo? Hier hatten die jetzt letztens bei DM so einen Catrice Aufsteller mit irgendwas
Romans sonst was, so Lidschatten und sowas, aber das, was ich haben will, war da nicht dabei. Hm. Naja, vielleicht gibt's das ja in Düsseldorf, wenn ich am Samstag zum YouTube-Treffen gehe. Kommt noch wer von euch? Wäre voll cool. So, jetzt habe ich ein ganz langes Laber-Video gemacht und ich glaube, ich schneide auch nichts. Ihr müsst einfach durch. Ich hatte einen schönen Geburtstag und ich habe heute bestimmt einen ganz verrückten Tag, weil ich war noch nie im Theater. Doch, ich war schon mal im Theater und zwar vom Deutschleistungskurs aus. Ist ja schon 10 Jahre her oder so. Und das hatte mir nicht gefallen, aber da war ich auch noch sowas von fett, da habe ich gar nicht in den Sitz gepasst. Von daher mag das natürlich dann auch noch den Genuss eingeschränkt haben, weil wenn du da kaum hinpasst und dir tun die Knie weh, weil du da vorne gegengepresst wirst und an den Seiten merkst du schon, wie du so blaue Flecke kriegst, dann ist der Genuss dann natürlich sehr eingeschränkt. Und das wird ja jetzt nicht so sein. Ich denke zwar nicht, dass es so viel Platz ist, dass ich da rumlungern kann, aber es wird okay sein. Schön. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, dass ich einfach mal so ein Haul-Video gemacht habe und euch nichts über Abnehmen und Essen erzählt habe. Und dann, Aloha, ich liebe euch. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, euch zu sagen, was das für Make-up-Produkte gestern waren, die ich benutzt habe, weil das wollten einige wissen. Und es hat euch ja ganz gut gefallen. Ich blende hier nochmal ein Bild ein, wie es aussah. So sah es aus. Und die Haut hatte ich ganz normal, wie immer, mit meiner 24-7 von Maybelline grundiert. Und zwar gemischt mit Moisturizer von Essence, My Skin, irgendwas mit Gurke oder so. Habe ich jetzt gerade nicht rausgesucht. Und das Wichtigste sind ja die dekorativen Elemente gewesen, weil die Haut ansonsten habe ich so mit Highlighter ein bisschen betont. Ich verlinke euch hier von Tine mal das Sexy Blondes Heidi Klum Tutorial, wo sie das zeigt, wie sie das gemacht hat, weil da habe ich nämlich ein bisschen abgeguckt, was die Haut angeht. Weiter geht's mit den dekorativen Elementen. Ich hatte natürlich meine P2 Eyeshadow Base benutzt, wie immer. Und dann habe ich auf das bewegliche Lid als erstes mal hier, wie heißt das, Smog von Urban Decay aufgetragen aus meiner Prime Palette. Die Farbe ist ungefähr so, das ist so ein Bronzefarben. Und zwar wirklich ganz knapp, damit ich das hinterher schön blenden kann. Und die Urban Decay Farben sind ja auch wie Autolack, die sind perfekt. Und habe dann in die Lidfalte von Kitty Make-up von meiner lieben Freundin Nina, die hat nämlich ganz tolle Sachen im Shop, verlinke ich euch mal unten, habe ich die Farbe Mystic Cat Eye genommen. Das ist mein Lieblingspigment. Das ist so schön. Und zwar ist das ein braun anmutendes Pigment. Ich gucke jetzt mal, ob ihr... Das Licht ist heute scheiße, weil draußen schlechtes Wetter ist. Deshalb weiß ich nicht, ob ihr es sehen werdet. Es ist erstmal optisch so ein warmes Braun und es hat einen grünlichen Schimmer da drin. Es ist also tatsächlich ein duochromes Pigment und das ist ganz toll. Das habe ich in die Lidfalte gegeben und dann habe ich mit meinem Soft Definer von Soeva das einfach ausgeblendet, bis ich quasi so einen halben Zentimeter unter der Augenbraue gelandet bin. Das habe ich von einer ganz netten Lady, die auch bei mir immer auf dem Kanal Kommentare macht, ja, mich inspirieren lassen, weil die hatte mal gesagt, ich müsste das weiter ausblenden, damit das nicht auf mein Auge drückt. Und das musste ich am Anfang üben, weil das sah immer aus, als hätte mich einer verprügelt. Und jetzt ging es aber, jetzt kriege ich es schon besser hin. Und die zwei Farben sind eigentlich das, was ich gestern drauf hatte, also gar nicht besonders viel. Dann habe ich Highlighter hier oben runter gemacht und zwar von Alnatura. Heißt das so? Alnatura? Alverde, von Alverde. Alnatura ist das, was es zu fressen gibt bei DM. Von Alverde gibt es einen Duo-Highlighter und den habe ich benutzt und zwar den Puder-Highlighter davon, um das eben unter die Brauen zu geben. Und den Creme-Highlighter habe ich dann hier, da wo mein Haus so gewohnt ist. Und dann gab es noch ein bisschen Mascara. Ich habe den Mascara, den High Heel Mascara genommen, im Wasserfest. Von welcher Firma ist denn der? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wisst ihr bestimmt, welchen ich meine. Ja, und dann war es schon fertig. Das war nichts Kompliziertes. Habe ich einen Lidstrich noch gezogen? Könnte sein. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Vermutlich, also habe ich eine, zumindest einen Invisible Eyeliner am oberen Wimpernrand gemacht. Das mache ich immer, damit meine Wimpern ein bisschen voller aussehen, weil ich bin ja blond.
Und das bedeutet, ach ja, auch das ist noch eine Antwort auf die Frage von The Kartoffeli. Doch, ich habe Augenbrauen, aber man sieht die manchmal nicht, weil ich blond bin. Und manchmal mache ich die Videos ungeschminkt, weil es einfach ja bei mir nicht um Schminken geht. Und dann finde ich, ist das okay, wenn ich beim Sport zum Beispiel einfach mal mich zeige, wie Gott mich schuf. Und Gott schuf mich nun mal mit blonden Augenbrauen und blonden Wimpern. Die sieht man nicht immer. Deshalb nicht wundern, ich habe da trotzdem, man sieht es nur nicht. Ja, so einfach war es. Hier seht ihr, ich habe übrigens jetzt hier auf der Hand mal ein bisschen rumgeblendet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber die beiden Farben, die gehen dann super ineinander und es ist einfach ganz toll. Ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon auf die neuen Sachen, die ich bei der Nina bestellt habe. Weil da gibt es wieder so tolle Pigmente und so. Guckt einfach mal bei ihr vorbei. Und sie macht die Sachen alle selber. Ich meine, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber naja, Respekt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute. Und ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich bin nicht so der Experte in so Spezialvideos. Aber ich habe es trotzdem versucht.